In den letzten drei Parts habt ihr das alles gelernt, wie man das Ganze löst. Und heute ist es endlich soweit. Heute ist der finale Part. Heute werdet ihr den kompletten Zauberwürfel lösen können. Seid auf jeden Fall gespannt. Beziehungsweise ihr könnt eigentlich so schon den Zauberwürfel lösen. Also das ist eigentlich meine Voraussetzung, die ihr haben solltet. Aber schneller lösen. Und deswegen, ich werde euch heute erst, in diesem Video werde ich euch fünf Algorithmen zeigen, die ihr für die oberste Layer ganz fertig zu bekommen braucht, damit ihr das alles fertig bekommt. Und somit, hallo liebe Zuschauer und hallo Digital Jamie, worum geht's in diesem Video? Egal ob Specials, Produktvorstellungen, Fidget Spinner oder Rubik's Cube, das alles ist Sonstiges und vieles mehr. Bei Sonstiges landen alle Videos, die nirgendwo reinpassen. Jamie, erklär mal, was denn heute nun so alles los ist? Ja, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man diese oberste Layer heute fertig löst. Dafür braucht ihr just fünf Algorithmen seid auf jeden Fall gespannt. Denn das ist tatsächlich gar nicht so schwer. Ich muss den mal ganz kurz so verdrehen, dass das Ganze für euch, dass ich euch das gleich perfekt zeigen kann. Ja, jetzt müsste es gehen. Genau, jetzt müsste es gehen. Voraussetzung ist jetzt in dem Fall der Zauberwürfel. Und wir müssen das jetzt schauen. Also es gibt jetzt entweder drei Möglichkeiten, die jetzt eintreffen können. Und dann sage ich euch, was man dann bei den drei Möglichkeiten machen muss. Voraussetzung ist jetzt, dass die obere Seite, die gelbe Seite gelöst ist und hier unten dieser Block genauso gelöst ist. So, wir schauen jetzt nach Scheinwerfern. Das heißt, zwei beispielsweise grüne, die hier die Ecken sind. Ja, nicht die Kanten, sondern die Ecken. Und hier sind nicht zwei orange oder zwei blaue. Hier passt es auch nicht zusammen, hier auch nicht. Aber hier ist tatsächlich ein Scheinwerfer, den wir so übereinander bringen, dass hier der Block mit diesen beiden Scheinwerfern übereinstimmt, sodass hier quasi ein Ding übrig bleibt quasi. Das ist das erste Case, was vorkommen kann. Das zweite Case ist, dass ihr überall Scheinwerfer habt. Das zeige ich euch jetzt einfach mal. So, das sieht dann quasi so aus. Und hier könnt ihr vielleicht sogar schon einmal komplett gelöst haben. Der nächste Case ist, dass ihr gar keinen einzigen Scheinwerfer habt. Das heißt, alle sind hier komplett, die Ecken sind hier immer komplett unterschiedlich. Das kann genauso gut vorkommen. Und dafür müsst ihr den Algorithmus, den ich euch jetzt einfach gleich zeige, einfach nochmal machen. Also, wir kommen einfach gleich dazu. Erstmal, wenn ihr diese Scheinwerfer hier habt, müsst ihr diese Scheinwerfer nicht auf das Orangen drehen. Also ja, ist natürlich erstmal gut, wenn ihr das Ganze auf die Orangen dreht. Und dann müsst ihr euch einen Block aussuchen. Also entweder ihr macht das Ganze so, also hier sind ja die Scheinwerfer und von der anderen Seite, also wenn man das einmal 180 Grad dreht, sind hier die nächsten beiden, ja. Und die müsst ihr mit diesen Kanten übereinstimmen. Also entweder ihr dreht das Ganze so, sodass diese drei übereingestimmt sind, oder ihr dreht das Ganze so, dass diese drei übereinstimmt. Ist euch überlassen. Ich mache das beispielsweise einfach mal so, dass wir das jetzt noch so drehen, sodass diese drei hier übereinstimmen. Hier sind jetzt die Scheinwerfer und hier ist die Seite. Was man jetzt nämlich macht, ist, zack, man dreht die Scheinwerfer wieder nach hinten und der Block, den ihr da habt, der ist rechts, ja, also hier, wo es übereinstimmt, der ist rechts. Und jetzt machen wir einfach folgenden Algorithmus. Wir drehen diese Seite nach oben, wir drehen diese Seite zur Seite, wir drehen diese Seite nach unten und drehen die unterste Seite zweimal. Zack, zack, so, das wollte ich gar nicht. Nicht so, ja, ich war so, ne? Jetzt macht man zack, also man dreht diese Seite wieder nach oben, diese Seite jetzt hier rein und diese Seite wieder nach unten. Dreht das Ganze wieder zweimal und macht dann diese Seite zweimal. Sodass wir jetzt überall Scheinwerfer haben müssen, außer vielleicht hier so ein,
ein Bar quasi, also quasi ein ganzer Block, der auch schon fertig ist. Und hier sind quasi überall dann die Scheinwerfer. Genau. Der nächste Fall ist eigentlich exakt das gleiche. Wir haben keine Scheinwerfer, aber dafür haben wir beispielsweise einen kompletten Block. Und den bringen wir überein mit der roten Farbe, drehen die ganze nach hinten, sodass wir hier wieder das Dings haben. Wir haben jetzt hier zwei Blöcke, die wir nehmen können. Also entweder wir drehen die Seite nach da oder wir drehen die Seite nach da. Ich drehe sie mal wieder nach hier und machen das Ganze nach vorne, sodass die Scheinwerfer wieder hinten sind und hier ist die rote Seite. Jetzt machen wir genau den gleichen Algorithmus und wir kommen tatsächlich wieder zum gleichen Endresultat. Und jetzt hier kommt der letzte Fall, den ich eigentlich meine. Und da muss ich mich natürlich wieder hindrehen. Inzwischen. Also wirklich, ja, jetzt haben wir ihn. Genau. Es ist jetzt natürlich der nächste Fall. Hier sind gar keine Scheinwerfer, man sieht das einfach nicht. Hier sind nirgendwo Scheinwerfer und deswegen suchen wir uns wieder einen Block aus. Beispielsweise genau diesen hier und machen diesen Algorithmus einfach, den ich euch gerade gezeigt habe. Und zack, wir kommen zu einem weiteren Case, wo wieder entweder ein Block ist oder Scheinwerfer. Und dann machen wir das Ganze wieder. Zack. Und jetzt sind wir in dem Case, wo wir die anderen vier Algorithmen gleich ausprobieren müssen. Genau, der eine Algorithmus ist einfach genau spiegelverkehrt nur. Und jetzt müssten wir eigentlich hier alle sein. Falls ihr es jetzt immer noch nicht geschnallt habt, was gut sein kann, was gut möglich sein kann, weil ich bin nicht der beste Erklärer, dann schaut euch das Ganze einfach nochmal an. Das ist wirklich eine Empfehlung, einfach das nochmal anzuschauen. Das sollte man immer tun, immer. Und jetzt komme ich zu dem nächsten Case. Und zwar hier gibt es insgesamt vier Cases, einer spiegelverkehrt. Und der häufigste Case, der auftreten kann, wenn ihr hier jetzt seid, dass ihr ein einziges Ding einer ganzen Seite schon richtig, also wenn man das so an sich so hält, dann könnte man denken, du hast den kompletten Zauberwürfel gelöst, obwohl hier noch ein paar Dinger sind, die man einfach nur noch austauschen muss. Entweder man hat eine komplette Seite dann schon gelöst, das ist jetzt in dem Fall die grüne Seite, dann packen wir die nach hinten. Und was wir jetzt machen ist, und da müssen wir jetzt ganz schnell, damit wenn wir den schnell lösen wollen, ganz schnell darauf achten. Das ist das Tuluk PLL, ich wollte es nur mal sagen, das ist nicht das richtige PLL, das ist das Tuluk PLL. Also noch nicht die komplett richtig krasse, schnelle Variante. Dieses Tuluk PLL, das kann ich auch noch nicht komplett. Jetzt müssen wir an den Seiten schauen. Hier ist das Grüne, wir müssen an den Seiten schauen. Entweder also diese Seite oder diese Seite. Und ihr kennt ja, denke ich mal, die Gegenfarben. Also die Gegenfarbe von Rot ist Orange, die Gegenfarbe von Grün ist blau. Und eigentlich brauchen wir genau nur das, wenn wir zwei Gegenfarben haben. Hier, das ist keine Gegenfarbe. Blau und Orange sind keine Gegenfarben, aber Orange und Rot sind Gegenfarben. Das heißt, wir machen jetzt diesen einen Algorithmus mit dem rechten Zeigefinger. Was ist es jetzt also? Wir nehmen den Zeigefinger, wo tatsächlich auch die Opposite-Farben sind, die Gegenfarben. Erstmal, wir fangen an. Der Mittelfinger ist hier hinten, weil wir jetzt quasi die mittlerste Ebene zweimal drehen müssen. Und mit dem, wir nennen ihn einfach mal Gegenfarbenzeigefinger. Den Gegenfarben, das ist der Gegenfarbenzeigefinger, also auf der Seite auch, wo das ist. Drehen wir jetzt einmal die Seite. Und zwar nach unten. Jetzt drehen wir diese, was wir gerade eben auch schon gedreht haben, das hier. Das drehen wir einmal wieder zurück. Zack. Sodass wir jetzt hier sind. Und jetzt machen wir wieder mit dem Gegenzeigefinger. Und drehen die oberste Seite zweimal. Das macht eigentlich keinen Unterschied, ob ihr es mit dem anderen Zeigefinger macht, aber es ist für mich einfach besser, dann das Ganze so zu zeigen und nicht durcheinander zu kommen. Jetzt, wir machen wieder diese oberste Seite, die wir gerade zurückgeschoben haben, machen wir wieder nach oben. Mit dem Gegenzeigefinger schieben wir wieder die Seite und dann zweimal die Seite drehen und zack, haben wir den ganzen Zauberwürfel gelöst. Falls ihr jetzt also den kompletten Zauberwürfel gelöst habt, dann einen herzlichen Applaus für euch. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr den Zauberwürfel jetzt mit einer etwas schnelleren Variante gelöst habt. Aber es gibt natürlich noch weitere Cases, die natürlich passieren können. Und das ist tatsächlich das andere, und zwar, dass die Gegenfarben auf der anderen Seite sind. Wie man hier eindeutig sieht, die Gegenfarben sind auf der anderen Seite, auf der linken Seite. Das heißt, das hier ist unser Gegenfarbenzeigefinger. Jetzt machen wir das Ganze wieder, die mittlere Ebene zweimal. Mit dem Gegenfarbenzeigefinger das Ganze so drehen. Jetzt wieder die mittlere Ebene zurück. Und wieder zweimal mit dem Gegenfarbenzeigefinger. Und jetzt die Seite wieder nach oben.
Und wieder mit dem Gegenzeigefinger, zack. Und jetzt die anderen beiden Seiten. Und so ist der ganze Zauberwürfel gelöst. Das waren jetzt exakt 2 Algorithmen. Jetzt kommen wir zu den nächsten Algorithmen. Und zwar, ich zeig dir einfach mal. Einer ist ja ist auf jeden Fall definitiv schwieriger als der andere. Und wir machen erstmal den einfachen. Der hier ist der einfache. Und zwar, dass wir überall Gegenfarben haben. Also quasi, die Kanten müssten quasi immer Position tauschen. Diese Kante müsste nach da, diese Kante müsste nach da, diese Kante müsste nach da und diese Kante müsste nach da. Ja, sodass wir hier überall Gegenfarben haben. Blau, grün, orange-rot, grün-blau und rot-orange. Ja, das sind alles Gegenfarben zueinander. Und deswegen, ihr könnt jetzt den Zauberwürfel halten, wie ihr wollt. Und jetzt machen wir den Algorithmus. Und zwar, wir drehen wir die mittlere Ebene 2-mal und mit dem rechten Zeigefinger. Das ist diesmal wichtig, mit dem rechten Zeigefinger drehen wir die Seite wieder nach unten und drehen wir diese Ebenen wieder 2-mal nach unten, nicht 3-mal, also nicht zurück, sondern 2-mal nach unten diesmal. Die oberen diesmal 2-mal drehen, ist egal mit welchem Zeigefinger. Und jetzt wieder die mittlere Ebene 2-mal drehen, jetzt diese Seite wieder so zurück und das. So. Und dann haben wir tatsächlich schon auch den Zauberwurf gelöst, falls diesen Case hattet. Und jetzt kommen wir zu dem, meiner Meinung nach, schwersten Case. Und das kann jetzt ein Problem werden, dass ich das jetzt euch langsam versuche zu erklären. Und hier geht es tatsächlich, das hier ist der nächste Algorithmus. Das heißt, wir haben hier quasi das Ganze so. Das heißt, wir müssten dieses hierhin und dieses hierhin. Wenn man das Ganze anders drehen würde, dieses hierhin, dieses hierhin. Ja, so dass wir hier das quasi, das muss dahin, das muss dahin, ja. Und das halten wir auch genauso, dass es quasi links und vorne, so ist falsch, so müssen wir das Ganze halten und jetzt kommt der Algorithmus dazu. Jetzt, wir fangen an mit dem Algorithmus, die mittlere Ebene, die machen wir einmal nach oben und wir drehen die oberste Seite mit dem rechten Zeigefinger zur Seite und drehen jetzt wieder die mittlere Ebene 2-mal nach hinten. Jetzt drehen wir wieder hiermit die, das hier, drehen wir wieder einmal. Ja, also wieder mit dem rechten Zeigefinger einmal drehen und die mittlere Seite wieder 2-mal drehen. Jetzt mit dem rechten Zeigefinger wieder, zack, also wieder so drehen. Mit dem rechten Zeigefinger hier, das hier, einmal hier hinten, zack, drehen. Dann wieder eine nach oben und dann 2-mal wieder drehen und jetzt wieder nach unten. Und jetzt die oberste Seite quasi nur noch ausrichten und das war fertig. Sehr chillig und falls ihr jetzt den Zauberwürfel gelöst habt, ein Applaus für euch auf jeden Fall. Ihr habt jetzt die komplette Reihe durchgearbeitet. Ihr habt tatsächlich jetzt den Zauberwürfel halbwegs schnell gelöst. Das müsst ihr euch natürlich die ganzen Videos nochmal reinpfeifen und nochmal alles so anschauen. Ich habe diesmal keinen Stiez, ich bin froh. Doch hier ein bisschen hinten, aber das ist normal. Das ist tatsächlich normal. Und hier ist auch immer so eine Strähne. Keine dafür. Ja. Auf jeden Fall liken, kommentieren, abonnieren, wenn ihr mehrere Zauberwürfel-Parts beispielsweise, ich weiß natürlich nicht, was ich noch erklären soll alles, vielleicht irgendwann mal richtiges OLL und richtiges PLL, keine Ahnung, das richtige PLL hat 28 Algorithmen, die ihr dann auswendig lernen müsst und das richtige OLL haben, glaube ich, 52 Algorithmen oder sowas, also das ist schon sehr, sehr viel. Also das OLL ist die gelbe Seite oben zu machen und da müsst ihr beim richtigen OLL müsst ihr das Kreuz nicht machen. Das heißt, ihr skippt einfach den Part. Aber falls ihr mehrere Tutorials oder irgendwelche anderen Videos zum Zauberwürfel sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Liken, kommentieren, abonnieren, damit ihr das Ganze nicht verpasst. Und dann würde ich einfach mal sagen, ciao!